Hey, ich bin Laura und ich begrüße euch zu einem neuen Harry Potter Video. Das habt ihr euch ja schon ganz lange gewünscht und heute kommen Rezepte, DIYs und Geschenkideen. Und wenn ihr mehr von solchen Ideen sehen wollt, dann abonniert unbedingt meinen Kanal. Als erstes backen wir den berühmten Harry Potter Kuchen nach. Dafür habe ich mir so einen Grundteig für Schokoladenkuchen gemacht. Das ganze Rezept findet ihr aber unten in der Infobox auch nochmal verlinkt. Dann habe ich den in so eine runde Form gegeben. Achtet darauf auf jeden Fall, dass ihr, wenn ihr eine Springform nehmt, sie vielleicht so 24 cm Durchmesser hat. Anschließend wird dieser gebacken. In der Zwischenzeit habe ich mir schon eine Creme zurechtgemacht und die so zu einem Dreiviertel- und Viertelteil aufgeteilt. Mit Lebensmittelfarbe habe ich den größeren Teil dann rosa eingefärbt und den kleineren Teil grün. Dann kam der Kuchen aus dem Ofen und ich habe ihn bereits schon auf eine Platte gelegt. Als nächstes habe ich dann versucht, ihn nicht so gleichmäßig mit der rosafarbenen Creme einzustreichen. Denn natürlich ist dieser Kuchen von Hagrid gemacht, deswegen muss der nicht so unbedingt wirklich toll aussehen. Und die grüne Farbe habe ich dann in einen Spritzbeutel gegeben und damit die berühmte Schrift draufgeschrieben. Also Happy Birthday Harry, und genauso falsch geschrieben, wie Hagrid es natürlich auch schreiben würde. Auch hier ist es überhaupt nicht schlimm, wenn die Buchstaben ein bisschen uneben aussehen, denn es soll natürlich so selbstgemacht wie von Hagrid aussehen. Zum Schluss habe ich dann noch den berühmten Riss reingemacht, der ja beim Transportieren des Kuchens entstanden ist, und so habt ihr eure eigene Happy Birthday Harry Geburtstagstorte fertig. Als nächstes machen wir Luna Lovegoods Brille nach. Dafür habe ich mir diese Vorlage bereits im Internet rausgesucht. Die findet ihr, wenn ihr Luna Lovegood Brille oder sowas eingebt. Habe gemerkt, dass ich sie ein bisschen zu groß ausgedruckt habe. Deswegen habe ich sie noch etwas angepasst, dass der Nasenflügel etwas kürzer ist und so dann die Brillengläser da auch später drauf passen. Und als ich dann das Gefühl hatte, so passt das ungefähr, habe ich anschließend die Vorlage auf ein Stück Pappe geklebt. Danach wurde das Ganze ausgeschnitten. Hier habe ich nochmal geguckt, ob das jetzt ungefähr mit den Brillengläsern passt. Und als es ausgeschnitten war, konnte ich es dann mit Heißkleber auf meine Brille raufkleben. Welche Brille ich hier genutzt habe, kann ich euch gern unten verlinken. Natürlich könnt ihr theoretisch die Rückseite dann auch noch anmalen, wenn ihr es ganz besonders authentisch haben wollt. Und so war ich vorbereitet und konnte auch endlich alle Schlickschlupfe sehen. Jetzt machen wir den Heuler nach, den ja der Ron bekommen hatte, nachdem er das Auto geklaut hat. Dafür habe ich mir hier eine Vorlage erstmal aus rotem Papier ausgeschnitten und sie dann in drei gleich große Vierecke aufgeteilt und so in der Mitte einmal geknickt. Und das unterste Viereck habe ich dann einmal so geknickt, dass da eine Zacke rauskam. Außerdem habe ich mir ein passendes Stück Papier ausgeschnitten und dort den Brief raufgemalt. Und an den Rändern habe ich so eine Zacken reingemalt, damit es aussieht wie Zähne. Da wird dann einfach unten und oben auf der Rückseite etwas Kleber an den Rändern verteilt, sodass man das dann auf das rote Papier raufkleben kann. In der Mitte gehört natürlich dann noch die Zunge des Heulers dazu. Und so sah es dann aus wie ein echter Heuler, der gerade von den Weasleys nach Hogwarts geschickt wurde. Finde ich es auch total einfach nachzumachen und ist richtig schön geworden, wie ich finde. Jetzt machen wir uns Zauberstabstifte. Das ist so ähnlich vom Prinzip, wie ich ja schon mal gezeigt hatte, als ich Zauberstäbe aus Stäbchen gemacht habe. Und zwar wird auch hier einfach mit Heißkleber der hintere Teil des Bleistifts angeklebt bzw. beklebt. Und zwar könnt ihr euch da entweder einen Zauberstab selber überlegen oder ihr nehmt euch eine Vorlage schon bestehender Zauberstäbe. Beispielsweise sollte das so ein bisschen wie der Elderstab aussehen. Aber natürlich könnt ihr euch das so überlegen, wie ihr wollt.
Und wenn ihr dann mit den dreien fertig seid, lasst ihr als erstes den Kleber gut trocknen, gebt dann eventuell noch eine zweite Schicht drüber, falls ihr bestimmte Stellen etwas dicker haben wollt als andere. Und als sie dann alle getrocknet waren, sahen die erstmal so aus. Jetzt habe ich mir wieder ein Stück Küchenrolle genommen und darauf etwas Acrylfarbe verteilt und diese zu einem schönen braunen Ton, wie es bei einem Zauberstab wäre, angemischt. Und dann einfach die kompletten Stifte damit oben und unten angemalt. Das lasst ihr gut von beiden Seiten trocknen. Ich habe dann später noch ein bisschen versucht zu kaschieren, indem ich noch etwas helleres Braun dort verteilt habe. Und dann waren meine Zauberstäbe auch schon fertig. Jetzt machen wir Butterbier selber. Und zwar brauchen wir dafür als erstes Sprudelwasser, außerdem Orangenlimonade. Darauf verteilen wir Sahne und etwas Karamellsoße. Die ganze Anleitung mit den genauen Angaben findet ihr unten in der Infobox. Ich war nämlich in den Hogwarts Studios und habe dort einmal Butterbier probiert und habe versucht, das so gut wie möglich zu imitieren. Und deswegen ist das mein ganz persönliches Butterbierrezept. Super lecker, wie ich finde. Jetzt machen wir uns Besentüten. Dafür brauchen wir zwei etwa gleich große Papiertüten und müssen die nun ineinander stecken. Die oberste Schicht wird jetzt eingeschnitten, so wie ich das jetzt hier zeige. Dabei unbedingt darauf achten, dass die untere Schicht ganz bleibt. Als das fertig war, habe ich dann Süßigkeiten in die Tüte gegeben und das so oben zusammengedrückt, dass man so ein bisschen wie so eine Besenform hat. Und zusätzlich habe ich mir einen Ast genommen bzw. einen Zweig und den oben reingesteckt. Das Ganze wird jetzt verknotet. Hier habe ich mir einfach ein Gummiband genommen, weil das sehr gut hält. Und anschließend habe ich das aber noch kaschiert, einfach mit einem Stück Garn, das ich dann drumherum gebunden habe. Und dann habe ich noch eine Schleife reingemacht. Natürlich könnt ihr auch ein Etikett sonst dran machen oder ihr lasst die Schleife weg. Und so habt ihr eure kleinen Besentüten, die aussehen wie kleine Hexenbesen, aber drin versteckt sich eine Süßigkeit. Das waren meine Ideen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, gerade von den Potterheads. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!